Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part des Let's Play Hexit Together. Und du hast dich gerade vor dich geschmissen. Ja. Hat sich gerade aufgeopfert für die Spitzhacke, aber. Ja. Hauptsache da oben. Guck mal oben links. Guck mal oben links. Da hinten. Siehst du, wo ich hinschlage? Da siehst du, das ist ein Skelett. Oh, hinter mir ist ein Stück. Ah ja, Tatsache, und kommt da nicht weg. Für alle, die es nicht gesehen haben, da. Skelett. Steht aber jetzt Skelett. Lololol, von wo krieg ich Schaden? Ist von hier. Achso, ich dachte schon, ich hab nur noch 3 Herzen. Ja, ich würde ja gerne. Achso, ja, du hast ja, noch du willst mich gern töten, ne? Na, ich war. 6 Health-Punkte. Das ist bei Damage Indicators ja so. Naja, wegen halben. Denk ich die ganze Zeit, hell, was, du hast auch noch 6 Herzen, aber dann, ach so, sind denn nur Lebenspunkte. Ja, was haben wir denn hier? Barricade. Barricade, das ist dieses Ding, wo du nicht durchlaufen kannst. Wie viele Seeds wir einfach mal direkt am Anfang haben, ey. So, wir haben schon 16 Kohle, das ist Charcoal. Weil am Anfang kriegt man einfach nur durch Tree Capitator so viel Holz. Das kann man dann wirklich brennen. Ja. Das habe ich gerade selbst gehört. So, was ist das hier? Oh shit. Luxuriously dark. A pretty shade of blue. Bluebell. Oh, hier ist schon offen. Würde ich sagen, machen wir hier mal. Gisal Green. Ey, das ist cool. Damit können wir Chocobos machen. Oder farmen. Okay. Achso, jetzt habe ich dir das Ding vor der Nase zugemacht. Egal. Nee, weil ich mache da jetzt dasselbe wie hier vorne. Ja, stimmt. Hier geht's nochmal dieses Extra-Menü, wo man Accessoires und Rüstung anlegen kann. Accessoires. Und ein Knappsack. Der beste Name der Welt. Knappsack. Kurz und knapp. Ein Knappsack. Ey, was hast du? Tu mal alles in die Kiste, was du von Zombies und so gekriegt hast. Warte, das ist ein Zombie. Oder du kannst dann gucken, was ich hab. Gunpowder brauchen wir später mal, weil es hier gibt so ein Destruction Catalyst. Mit dem kann man so ein 3x3 Loch machen. In Nein, du explodierst nicht. Stimmt. Hauptsache, ich weiß, ich sollte rennen. Hauptsache, du hast einfach schon so skillhaft eine Schallplatte gekriegt. Vorhin in der ersten Folge, ne? Ja. Eigentlich hätte ich. Da war schon. Ich hab Cotton Seeds. Coton, ja. Daraus können wir Wolle machen. Ja. Hauptsache, wie du einfach mal mich immer verbesserst bei den Namen. Coton, ja. Komm, Französisch. Du hast genauso wie ich in der Schule Französisch. Am geilsten war ich. Erzähl mal die Geschichte mit dem TGV. Achso, ja, mal geil, ne? Ja, als wir halt im ersten Jahr noch Französisch hatten, dann, da wusste man halt noch nicht so ganz die Aussprache und ja, also da konnte Leo nicht wirklich was für. Ja, und ja, ein bisschen krank ich was dafür. Ich ja, doch, stimmt, aufgepasst. Wer das aufpassen soll. Jedenfalls, unsere Lehrerin schon im Voraus, hat schon, als wir so einen Text gelesen haben, gesagt, dass dieser, ihr kennt ja, glaube ich, den TGV, also den Schnellzug. So ein französischer Zug, wie die Deutsche Bahn eben nur aus Frankreich. Hatte ich schon gesagt, das wird TGV und nicht TGV ausgesprochen. Was passiert natürlich erstmal, ich lese vor und dann die Textstelle sage ich dann so, Donner TGV. So, hammergeil. Es war erstmal, einfach nur erstmal so richtig kaputt gedacht, aber da ist ja noch nicht zu Ende. Da meinte sie zu mir, das heißt TGV, und als ich dann erneut angesetzt habe zu lesen, wieder Donner TGV. das war einfach so, oh so Gott, geil. Zumal die Lehrerin, die ist vorher ausgerastet, das heißt TGV, und Leon hat die ganze Zeit nicht aufgepasst, ne? Und dann so, ja, Leon, lies mal bitte vor, TGV, und dann so, nein, das heißt TGV, TGV, und die ist richtig ausgerastet, die Lehrerin, ey, dieses. Oh, das war echt witzig, ey. Ja, das war echt gut. Hier ist so ein Schoko, bla bla bla. Chocobo? Ja. Im Wasser. Das hört man, richtig. Yellow laut. Chocobo. Yellow Chocobo. Ja. Aber du hast das ja. Bugs drin, ne? Texture Pack. Weil ich war mir gerade nicht mehr sicher, welches du drin hattest. Das ist richtig geil. Ich hab ja auch so viele. Ja. Ah Mann, ich hätte Optify noch reinmachen sollen. Oder nein. Du. Nein! Jetzt sind die. Autsch. Hey, du bist weiter geflogen, ne? Na! Scheiße. Warte, ich muss dir unbedingt mal was zeigen, wo ich gerade den Clay sehe. Und zwar. Clay? Hier. Und zwar muss ich dir was richtig fail. Also, ich glaube, das ist kein Fail, aber es ist einfach nur so, der hat das programmiert. Warte, du wirst es gleich sehen. Jetzt der Ofen natürlich besetzt. Einen neuen craften. Ich finde das eh schon so geil, dass du. Zu was kannst du nochmal Rottenflash verarbeiten?
zu Leder brennen. Das ist Leder, richtig, das geil. Ist, aber weil Leder ist einfach nur so selten und dann kann man. Wer denkt sich das einfach nur aus, ne? Also. Aber das ist eigentlich voll logisch. Ey, ich hab schon hier Gold gefunden. Wieso ist das so logisch? Hä, ja, verrottetes. Okay, nein, es ist nicht logisch. Das ist doch eigentlich voll. Nein, das ist nicht. Das ist doch. Nein. Warte, komm wobei, schon. Wobei. Nein. Eigentlich. Oh, Diamanten. Hast du echt gefunden? Ja, hier zwei, aber ich kann sie nicht abbauen, weil ich keine Eisen. Warte, wir haben noch Eisen, Iron. Ja, warte, ich mach mal gerade einen dritten Ofen. Ja, mach. Hauptsache, wie wir einfach schon nur überlastet sind mit Öl. Ja, ich hab hier. Nein, nicht oben, unten. Da mal ein bisschen was reingelegt. Leon, guck, ja, so mal bitte, guck mal bitte in den Flowerpot. Lol. Du kannst Rechtsklick drauf machen und jedes beliebige Item da rein tun. Mach da mal was rein. Apfel. Das sieht man nicht. Doch, wenn du. Hä? Stell ich mir davor? Sehe ich auch nicht. Mach nochmal Rechtsklick auf das Ding und dann wieder weg. Ja, jetzt. Hammer lustig, geil. Ne? Kann man alles reintun. Warte, geh mal weg. Ich weiß schon, was wir da ist. Oh mein Gott. Hauptsache, da ist ein Creeper gerade an der Tür lang gelaufen. Bitte? Guck mal. Da. Warte, komm mit raus. Der Creeper da. Leon. Einfach so an die Tür. Der ist einfach gerade so an unserer Scheibe vorbeigegangen. Der wollte bestimmt mal klopfen oder so. Ah, okay, kann ich eben töten. Den hast du. -3 Herzen. Einfach, ich guck grad so aus dem Fenster, auf einmal läuft ein Creeper lang. Wow. Na, guten Tag, Mister. Guten Tag. Was wollte ich jetzt reintun? Oh, das sieht ja auch irgendwie voll geil aus. Irgendwie schon, weil das Item zu klein ist. Aber tu mal einen Block rein, das sieht immer am besten aus. Warte, ich hab was. Warte mal, was ist eigentlich, wenn ich hier dieses kleine Furzelding reinmache? Warte mal, ich hab jetzt hier eine Idee. So, das hier mache ich jetzt hier rein. So. Ey, das sieht gut aus, das sieht. Das ist gut. Wie es einfach nur in die Erde reingesteckt ist. Oh Gott. Ah, Apfel brauche ich noch. So, ich mache jetzt mal eine Iron Pickaxe, okay? Yeah, mach das doch, Schatzi. Yeah. So, ist hier noch ein Creeper, der Hallo sagen will? Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Hey, wir haben Diamanten für zwei Diamantschwerter. Aber da hinten ist ein Creeper, der Hallo sagen will. Da hinten. Geil, wir haben fünf Dias, Leon. Ja? Das ist schon mal sehr gut. Das ist gut. Ah, das reicht für einen Giant, würde ich machen, oder? So ein Giant Sword. Nein, das, dafür braucht man sechs. Oh, scheiße. Aber ich kann die Iron. Alter, wie es einfach nur jede Folge kommt. Also, erste Folge war ich, aber jetzt war es der Server. Tja. So, ich habe mal auch. Ich glaube, das wird dann irgendwie Standard irgendwann. Standard. So, dann baue ich jetzt mal dieses schöne, roten Stein baue ich jetzt mal ab, ja. Roten Stein? Ja. Ach so. Oh, weil es gibt ja auch Red, also so roten Cobblestone. Und dann oh Gott. Mann, Chocobos. Hattest du nicht irgendwie Gisal? Gisal? Ja, das liegt in der Truhe bei euch. Soll ich den mal zähmen, dass der uns mag? Jo. Nö, aber der mag uns nicht. Ich habe kein, ey, hier ist ein gelbes Schatten. Nein, doch nicht. Ja, was hast du nicht? Ich hab. Ey, der folgt uns. Nein, doch nicht. Ey, der folgt uns. Oh, ah, Mist. Wir brauchen irgendwie. Wir bräuchten Chocobo. Also. Warte, wie heißt es? Chocopedia, genau. Was ist das denn? Das ist das Buch, mit dem man einstellen kann, ob die einem folgen oder sowas. Achso, okay. Chocopedia. Ach du Scheiße. Chocopedia. Lol, einfach mal, wie die Dimension einfach mal so gar nicht passt, ne? Also die Dimension von dem. Wo ist die denn? Nein, die Dimension, die Größendimension meine ich. Ach hier, so. Von dem Segel zum Schiff, Alter. Ja, das Segel ist einfach viermal so groß wie das Schiff. Eigentlich sind diese Schiffe total verletzlich, wenn man die einfach nur anzünden kann. Ja, die sind ja komplett aus brennbaren Materialien. Ja. Also, macht aber keinen Spaß. Nicht wirklich. Boah, ey, ich bin jetzt schon so übelst stolz auf das Haus, weil ich mich so übelst eigentlich, ne? Ja. Ich hab schon. Die perfekt. Ey, lass mal ein Treppenhaus machen, dass wir noch eine Etage höher kommen, dann oben so ein. Klar, das Ding ist hoch genug. Man kann auch bestimmt da noch was draufbauen, so. Ja. Ja, das passt mir. Ich kümmere mich jetzt mal um die Farm hier. Ja, mach ruhig. Und nächste Folge, oder? Ja, können wir ruhig mal Adventure Time machen, oder? Weil die ersten Folgen, wir haben ja jetzt Diamantschwerter für jeden. Dann sollten wir nur gucken, dass wir genügend Eisen haben, damit wir auch. Ja, wir müssen ja genau. Oder so machen können. Weil das Piratenschiff, das Problem ist dabei, die
Die droppen nur Essenzen und Essenzen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die Essenzen sind zwar gut für den. Ja, der Water Essenz einfach nur die beste. Water Staff, ja. Wir haben ja mit dem Pascal auf diesem Kanal mal zusammen Hexed gespielt, ist auch schon ein bisschen länger her. Und es gibt diesen Water Staff, der diese Blase da macht. Und wir haben einfach ein Haus gebaut und auch so ähnlich hier unterm Berg. Und Pascal hat. Und wir haben dann die ganze Zeit Pascal getrollt, die ganze Zeit dieses. Den Water Staff genommen auf Pascal und der, also fliegst damit in die Wand. Und dann war Pascal die ganze Zeit in der Wand, ist gekratzt, hat sich so übelst aufgeregt, seine ganzen Items waren richtig weg. Aus dem Berg die so waren raus. Weg. Oh, nee, doch, stimmt, auf dem Berg. Ja, teilweise waren sie weg und Leute, ich hab grad zweimal Coton Seeds gekriegt. Ja, ist gut, bau mal so eine Coton Farm. Ist cool. Da kriegt man Strings, ne? Warte mal, nein, da bekommt man Coton Dinger raus und aus denen kann man dann Wolle machen. Achso. Wenn man 9 Stück davon hat. Nee, jedenfalls muss man ganz kurz zur Erklärung machen, dass der Water Staff, falls jemand das noch nicht weiß, ne? Nur ja. So. Der schießt Wasserbälle oder so Luftblasen. Und wenn man halt damit in Berührung kommt, dann ist man sozusagen da für kurze Zeit eingeschlossen und fliegt halt nur nach oben. Man kann auch sich nicht wehren, also man kann nicht schlagen in der Zeit oder die nicht irgendwie kaputt machen. Man kann die auch nicht zerstören, machen. Die Blase. Ja. Also das ist ultimativ im Kampf, also das ist richtig gut. Und vor allem kann man damit geil trollen. Ja, besonders Pascal. Ja, weil der sich, muss man sagen, immer geil aufregt bei Trolls. Ja, wenn er dann stirbt. Aber das war richtig krass, wie die Items aus dem Berg rausgeschossen sind. Ja, an allen Seiten, das war so geil. Die waren wirklich aus dem Berg oben raus zur Seite, also das war richtig, also da muss was war nochmal Barley? Barley, das war, bau das an, daraus kann man sich Brot machen. Das ist sowas wie Weizen, nur dass es dann aus einem Barley, also Stimmt, ich weiß. Aus einem Weizen bekommt man dann ein Brot raus, das ist besser. Haben wir noch irgendwelche anderen Seeds hier? Nein, ich habe alle im Inventar. Hast du vielleicht noch welche im Inventar? Seeds? Ich kann welche. Was denn für Seeds? Ja, und welche? Keine Ahnung. Ich baue gerade hier ein bisschen Gras ab. Coton habe ich gerade bekommen. Normale Seeds. Oh, Chocobo-Feder. Jawohl, ich kann einen Sattel machen. Coton-Seeds. Güsal-Seeds. Normale Seeds habe ich einen. Ja, den normalen baue ich jetzt mal nicht an, wir haben so viel von dem anderen. Ja. Aber ich kriege irgendwie keine Barley, doch, wo da bist einfach. Du? So hinten. Da, gib mal. Raus. Achso, du brauchst hier noch Leon? Da, Leon, da liegt's. It lies right there. Haben wir eigentlich schon einen Rotten Flash? Nein, oder? Schade, weil ich wollte Leder machen. Ah, hier ist das Schokobo. Schokobo. Wir bräuchten wirklich entweder Strings oder die Schafe da hinten. Warte, wir haben noch 2 Eisen. 2 Eisen haben wir bestimmt übrig für ein Dings, für eine Schere. Ja, aber ich brauche noch einen Eimer am besten. Wo ist denn das ganze Eisen hin? Ich hab's im Inventar. Ja, gib mal 7. Bitte. Ich hab 7. Gib mal 1. Ein Eisen. Den Rest kannst du behalten. Ja, ich brauche den nur für einen Eimer. Ja, ich mach schnell, hol uns schnell Wolle, dann können wir auch schlafen. So, jetzt sind die da auch drin. Ach scheiße, ich hab Wolle. Ich hab 6 Wolle. Oh! Ich hatte die in der ersten Folge abgebaut, sorry. Nein, ich denk die ganze Zeit so, jetzt muss ich über diesen blöden See schwimmen und dann, ich hab ja 6 Wolle. Oh. Ich hatte die in der ersten Folge abgebaut, sorry. Warte, hast du noch irgendwie hier Glass Paints? Nee, hab ich sogar noch. Weil ich muss da hinten jetzt schnell zumachen, damit damit die Viecher hier über die Nacht nicht reinkommen. Ja, ich hab gar keine. Oh. Du hast gerade schon 2 Betten gemacht, das wollte ich gerade fragen. Grizzle Green, was ist das denn? Das ist Güsal Green, das ist so für Chocobos zu. Kann man das anbauen? So, ich mache hier erstmal notdürftig. Hallo, kann man das anbauen? Ja, kann man. Komm ins Bett. Baue ich das mal an. Oh. Komm mal ins Arr. So, dann mach mal hier. Ich mach uns so ein richtig geiles Schlafzimmer. Oh, hier hinten sind Knochen. Ernsthaft, ich baue so einen Lapsli. Ich baue so ein Knochenteil ab, was droppt ein Cobblestone. Was hat dir das gebracht? Ja, nicht. Das ist echt manchmal doof. Ey, sollen wir so eine Art Hintereingang machen? Hintereingang? Ja, machen wir. Kann ich dir mal zeigen, das wird übelst lustig. Ja, kannst du mir mal zeigen? Okay, gut. Ja, ich hab's schon gesehen. Warte, nein, mit so einer Secret Door mach ich das.
Kannst du mal ein bisschen ein normales Holz besorgen? Oder nee, das mache ich gleich selber. Ja, ich kann es dir gleich besorgen. Okay. Immer doch. Immer doch, Leon. Ich bin für alles offen. Sehr, sehr gut. Leon, komm mal bitte. Nö. Ja. Wo bist du denn? Hier, hinten. Hier. Und jetzt kommt unser Mega-Secret-Eingang. Hier. Oh Gott, ich hab's echt... Lol. Das ist eine Secret-Wooden-Door. WTF, wie geil ist das denn? Ja, ach nee, das ist eine Secret-Wooden-Door. Wooden-Door. Wooden-Door vor allem, wenn das Stein ist. Ja, nein, das passt sich nur dem Block unter sich an. Das ist ja geil vielleicht. Ja, ach nee, ne? Richtig geil. Haben wir jetzt... Da, weil man braucht dafür Lapislazuli, also Farbstoff, und ich habe Lapislazuli gerade gefunden und habe das jetzt schnell gemacht. Also, wir haben 15 Minuten um. Soll ich nochmal einen neuen Part machen jetzt? Ja, dann beenden wir den jetzt mal. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Haut rein.